Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier auf dem Kanal und heute geht es um die neue Aufgabe aus der sechsten Woche und diese heißt hier: Tanze vor einer Fledermausstatue in einem sehr hochgelegenen Pool und auf einem Sitzplatz für Riesen. Ich zeige euch hier in dem Video alle drei Orte, wo wir hin müssen und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz direkt in eine Runde. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Spielwiese und ich würde sagen, wir gehen direkt in den ersten Punkt und zwar der Fledermausstatue und dafür müssen wir jetzt nach Haunted Hills gehen, deswegen ab nach dahin. So, und hier sehen wir schon Haunted Hills und genau dort gibt es dann diese Statue, hier müsst ihr einfach mal ganz kurz durchfliegen. Das ist genau hier hinten in der Ecke, da sehen wir schon so eine Statue, da oben ist so eine Fledermaus drauf und genau das ist damit gemeint. Hier müsst ihr einmal ganz kurz landen und irgendeinen Tanz machen. Ich mache einfach mal den hier und auf der Karte wäre das Ganze, wie gesagt, in Haunted Hills, genau hier oben an der Stelle. Das hier ist der erste Punkt und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zum Pool. So, jetzt geht es hier zum sehr hochgelegenen Pool und dieser Pool ist natürlich hier auf der schwebenden Insel, denn hier kam mir das alte Motel zurück und genau dort gibt es ja auch diesen riesigen Pool, der genau hier vorne dran ist. Und deshalb müssen wir auch hier einmal ganz kurz landen und wir stellen uns dann direkt mal hier in den Pool rein. Und machen wieder einfach mal irgendeinen Tanz. Ja, nehmen wir wieder mal den hier diesmal. Und ja, das Ganze zählt natürlich auch schon. Wie gesagt, hier der Pool, der ist dann bei der fliehenden Insel. Genau hier. Hier müsst ihr einmal hingehen, einmal tanzen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zum letzten Punkt. Und zwar dem Riesensitz. Und mit dem Sitzplatz für Riesen ist dieser riesige Holzstuhl hier gemeint. Der steht da eben rum. Und auf jeden Fall müssen wir auch da einmal ganz kurz tanzen. Das Ganze ist in der Nähe von Polar Peak, hat man gerade gesehen. So, hier landen wir ganz kurz einmal drauf und machen auch wieder irgendeinen Tanz. Ja, machen wir auch wieder den hier. Und jetzt zählt das Ganze auch schon. Auf der Karte wäre das dann diesmal genau hier an der Stelle in der Nähe von Polar Peak. Shift E hier so in der Nähe, sieht man ja. Und ja, geht genau hier hin. Das ist dann der letzte Ort, wo ihr tanzen müsst. Und auf jeden Fall war es das hier an der Stelle mit diesen drei Orten dazu. Wenn es euch geholfen hat, würde ich sagen, lasst mal ganz kurz den Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann und ciao.